Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Eine Woche, die für viele ja eine kurze Woche war, da ein Feiertag war, für mich nicht. Ich habe am 3. Oktober gearbeitet, was mich aber bei dem Herbstwetter nicht wirklich gestört hat. Zudem ist es ja unglaublich stürmisch auch gewesen. Gerade am Donnerstag, Freitag gab es ja auch so Horrornachrichten, was da so in Deutschland los war. Also wirklich wettertechnisch ist das ja wirklich irgendwie wie verhext. Und ja, aber jeder, der den Herbst mag, kommt jetzt auf seine Lust sozusagen und hat da Freude dran und ja, sollte das auch einfach genießen, wenn es stürmt und man sich mit einem Kakao auf die Couch kuscheln kann. Und ja, meine Woche hat neben Büchern auch filmtechnisch etwas zu bieten, denn ich habe mir S angeguckt, die Neuverfilmung vom gleichnamigen Roman von Stephen King. Und ich habe auch noch einen Film auf Arte entdeckt, und zwar Gosford Park, was mich so vom Text ein bisschen an Downton Abbey erinnert hat. Und ja, das Thema zieht sich bei mir so ein bisschen durch. Bevor wir aber mit den Büchern anfangen, möchte ich kurz was zum Literaturnobelpreis 2017 sagen. Ja, viele hatten ja damit gerechnet, dass es Murakami wird, der ja schon lange, lange als Favorit für den Literaturnobelpreis ja im Grunde gilt. Dann gab es so Vermutungen, es könnte ja auch Stephen King werden, anlässlich seines 70. Geburtstags. Vielleicht will man ihm mal so eine Auszeichnung zukommen lassen. Und dann kam es wie immer ganz anders. Zum Glück diesmal nicht so eine Fehlentscheidung in meinen Augen wie im letzten Jahr. Es wurde der Japaner Kazuo Ishiguro, ein Autor, von dem ich tatsächlich auch schon zwei Bücher gelesen habe. Ich war ganz fasziniert und dachte, okay, was lief nun falsch? Ja, er hat den Literaturnobelpreis jetzt bekommen, gab auch sehr gute Begründungen, wie ich finde. Und ich muss auch sagen, ich habe seine Bücher auch in mehr oder weniger gute Erinnerung. Was vom Tage übrig blieb, habe ich vor Jahren gelesen und fand ich wirklich sehr, sehr schön. Es geht da eben auch so ein bisschen um einen Butler, der eben auch sein komplettes Leben in den Dienst dieser Butlerschaft gelegt hat. Und das ist halt so ein kritisches Porträt so ein bisschen gewesen von dieser historisch doch sehr hierarchischen, geprägten Geschichte, die man eben zuteil hatte. Und das fand ich wirklich sehr, sehr gut, fand ich auch toll verfilmt. Ist, glaube ich, mit Anthony Hopkins, wenn ich mich nicht irre. Ja, genau, du nix, das ist absolut gut. Und das zweite Buch war dann Alles, was wir geben mussten. Ich glaube, mittlerweile auch verfilmt mit Keira Knightley, wenn ich mich nicht irre. Und hier haben wir irgendwie ein Internat, ein englisches Internat. Und man hat so das Gefühl, hier geht eigentlich alles normal zu, normale Jugendliche. Und dann merkt man aber, dass diese Kinder eben auf eine besondere Zukunft vorbereitet werden, auf eine ja, besondere Bestimmung. Und da hat mir das Buch nicht ganz so gut gefallen, deswegen habe ich tatsächlich auch die Verfilmung mir noch nicht angeguckt. Was heißt nicht ganz so gut gefallen? Es hatte unglaubliche Längen für meinen Geschmack und ich fand die Idee sehr speziell, sehr genial, aber ja, vielleicht sollte ich mal den Film angucken. Vielleicht kann ich mir das dann wieder so ein bisschen in Erinnerung holen. Aber was vom Tage übrig blieb, fand ich wirklich ganz, ganz toll. Habe ich wirklich in sehr positiver Erinnerung, auch die Verfilmung. Und ich finde es sehr schön, dass man mal einen Nobelpreisträger hat, der mit Literatur, die zwar kritisch ist, den Preis bekommt, aber auch so ein bisschen, ja, für jeden einfach ist. Also ich finde, die beiden Bücher konnte durchaus jeder lesen. Also da jetzt kein, ne, irgendwas literarisch extrem Hochwertiges. Und das hat mir in dieser Woche wirklich gut gefallen, dass ich tatsächlich schon vorab mal was von dem Literaturnobelpreisträger gelesen habe. Sonst ist es ja eher so, dass es jemand ist oder war und man dann vielleicht mal dazu greift. Und ja, ich dachte, das muss hier einfach mal Erwähnung finden. Jetzt aber zu den Büchern. Ich habe in dieser Woche, ja, von jedem Format etwas gelesen. Ja, es gleicht sich schon mal gut aus. Die Woche hat begonnen mit Hygge, ein Lebensgefühl, das einfach glücklich macht, von Mike Wicking. Das Buch ist mir letztes Jahr als unangefragtes Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt worden und wurde nun von mir gelesen. Dann habe ich gehört, Sais, die Hüter des Todes, von Neil Schusterman. Ja, bis zu Beginn des Hörbuches dachte ich noch, das Buch könnte irgendwas mit Skytea heißen, Skytea. Aber nein, es sind Sais, habe ich gehört. Und es ist jetzt schon ein absolutes Jahreshighlight, das verrate ich schon. Und dann habe ich das neue Buch von der lieben Laura Labas gelesen, Der verwunschene Gott, welches jetzt, ich denke, heute auch im Drachenmond Verlag erhältlich sein wird. Mir wurde das vorab zur Verfügung gestellt und wie mir das gefallen hat,
Das seht ihr dann natürlich. Aber wir starten wie immer der Reihe nach mit Hygge, ein Lebensgefühl, das einfach glücklich macht, von Mike Wicking. Das ist erschienen letztes Jahr im Oktober im Lübbe Verlag, kostet in gebundener Ausgabe 20 Euro. Es gibt kein E-Book dazu, was auch tatsächlich keinen Sinn machen würde, wenn man an dem Hygge-Grundsatz festhält und man möchte Gemütlichkeit, dann macht man wahrscheinlich keine Technik an. Ansonsten sind auch sehr, sehr viele Bilder und Ideen und solche Dinge drin, die vielleicht auf E-Book auch nicht so viel Sinn machen würden. Ja, Hygge ist so in aller Munde, das ist ja das dänische Wort, beziehungsweise es ist ein dänisches Wort mit vielen Bedeutungen. Ich habe mir da so ein paar rausgeschrieben. Kunst der Innigkeit, Gemütlichkeit der Seele, Abwesenheit jeglicher Störfaktoren bis hin zu Freude an der Gegenwart beruhigender Dinge. Also es ist so eine kleine Glücklichsein-Form. Mike Wicking, der Autor, leitet in Kopenhagen das Institut für Glücksforschung und ist gefühlt der kompetenteste Absender zum Thema glücklich leben. Und er weiß gefühlt auch wirklich, wovon er spricht. Ich muss ehrlich sagen, das ist jetzt natürlich so ein Riesenthema, dieses Hygge, und es wird auch immer bekannter. Und wer meine Bücherwoche anguckt, der weiß, dass ich ja auch das Magazin jetzt schon zweimal gelesen habe. Und man hat hier wirklich einen tollen, tiefen Einblick in, was ist Hygge? Was verstehen die Dänen darunter? Was kann man daraus machen? Was hat es mit Gemütlichkeit zu tun? Was führt bei Menschen zur Gemütlichkeit? Warum macht einen das glücklich? Was macht Menschen glücklich? Vielleicht sogar, warum macht es sie glücklich? Und wie funktioniert das, dass die Dänen auch schon seit Jahren, soweit ich es jetzt richtig gelesen habe, auch zum glücklichsten Volk gehören? Und was steckt da dahinter? Und da sind so viele Tipps enthalten, Gedankengänge enthalten und wirklich ja ganz viel Wissen drumherum, was ich wirklich großartig fand. Es hat mich unglaublich gut unterhalten. Es hat direkt ja so die Stimmung heruntergefahren in Schnelligkeit und man hatte wirklich gleich so einen Gemütlichkeitsfaktor. Man macht Kerzen an, Duftlampe an, Duftkerzen, ganz egal. Man lümmelt sich mit einem leckeren Tee oder einer heißen Schokolade auf die Couch, schmust mit seinen Katzen und das ist dann im Grunde schon Hygge. Und wie toll die Menschen das eben leben, was eben auch die Dänen dann zu so etwas Besonderem machen, das wird wirklich hier ganz, ganz toll beschrieben. Ein Buch, zu dem ich jetzt so gefühlt gar nicht viel erzählen kann, weil es einfach so viel ist, es so viele Tipps gibt. Es sind eben auch sehr viele Bücher enthalten. Es sind eben auch sehr, sehr viele Tipps und Tricks und Gedankengänge darin enthalten. Man sieht halt dann auch wirklich wunderschöne Bücher, was eben Hygge so für jeden Einzelnen sein kann. Und wer sich einfach mal mit dieser Thematik beschäftigen möchte, ist, denke ich, bei diesem Buch durchaus richtig und kann sich hier ein bisschen einlesen, kann ein Gefühl dafür bekommen, wie man Hygge leben kann, wie man es für sich umsetzen kann. Natürlich gibt es jetzt keine komplette Formel für jeden, aber man kann sich da so ein bisschen einfinden. Und jetzt blendet mich gerade die Sonne, aber die soll ruhig kommen, habe nichts dagegen. Und also ich kann es wirklich empfehlen, wer sich mit Gelassenheit, Entspanntheit, wer sich so ein bisschen mit dem, mit diesem Cocooning beschäftigt, also diesem auch zu Hause wohlfühlen, wie man das vielleicht mit Freunden gestalten kann. Ja, das sind so Dinge, wer da irgendwie sagt, er muss sich da ein bisschen entschleunigen oder er will sich entschleunigen, der ist hier wirklich richtig und könnte mit diesem Buch dann natürlich auch wirklich viel Spaß haben. Ich freue mich sehr, dass ich es jetzt gelesen habe und dass ich so ein Hygge-Gefühl bei mir ein bisschen einleben konnte. Das zweite Buch, was ich jetzt die ganze Woche gehört habe, ist Size, die Hüter des Todes von Neil Schusterman. Ein Buch, das jetzt am 21. September im Sauerländer Verlag erschienen ist, kostet gebunden 20 Euro, als E-Book 15 Euro und bei Audible hat es mich einen Gutschein gekostet. Die Sprechzeit sind 12 Stunden und circa 15 Minuten und hat umgerechnet das Buch 520 Seiten und ist der Auftakt einer neuen Trilogie, wo der zweite Band voraussichtlich im Frühjahr nächsten Jahres schon erscheinen soll. Und ich denke mal, dass dann vielleicht der letzte Teil Ende nächsten Jahres erscheint. Und Leute, es ist ein absolutes Highlight. Nicht nur ein Monatshighlight zu Beginn des Monats, sondern gehört für mich absolut auch zu den Jahreshighlights. Es hat mich direkt süchtig gemacht, gepackt, gefesselt und mit Haut und Haaren verzehrt. Das Besondere hier vielleicht ist tatsächlich auch der Sprecher gewesen, denn das war Thorsten Michaelis, von dem ich vorher gefühlt noch nichts gehört habe. Ich kenne auch kein Hörbuch mit ihm.
Aber ich habe 2 Minuten seiner Stimme gelauscht und dachte, ach ja, nun bin ich also Arya Stark von Winterfell und lasse mir eine gute Nachtgeschichte von meinem Papa erzählen. Denn ja, Thorsten Michaelis ist die Synchronstimme von Sean Bean, den man eben als Ned Stark aus Game of Thrones kennt oder als Boromir von aus Herr der Ringe. Und das war ein ganz tolles Gefühl. Also es war die Stimme und dieses, wie das gesprochen wurde, es war wirklich grandios. Ich fand, es war mit eines der besten Hörbücher, weil es auch, also wirklich von den Stimmen, die hier Thorsten Michaelis hat, einfach unglaublich, wie er das einsetzt, wie er an den richtigen Stellen langsam oder schnell Spannungen erzeugt. Es war unglaublich und das muss für mich auch einfach mal gesagt werden, dass dieser Sprecher wirklich absolut grandios war und mir das Zuhören wirklich unglaublich angenehm gemacht hat. Zudem gibt es noch 2, 3 andere Stimmen, die ja eine Rolle für etwas übernehmen, was innerhalb der Geschichte interessant und wichtig ist, aber ich werde jetzt nicht spoilern. Und auch das fand ich sehr, sehr gut umgesetzt und hat mir echt gut gefallen. Ich kann hier das Hörbuch wirklich nur empfehlen. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht und ich habe die ganze Woche gefühlt, ja, nach dem Aufstehen, vor dem Schlafengehen, in der Mittagspause, mal wieder überall gehört. Es hat mich absolut gefesselt und ich wollte ja zum Teil auch gar nicht dann zu irgendwas anderem buchtechnischen greifen, was ich dann trotzdem getan habe. Aber es war wirklich toll. Aber fangen wir doch mal von vorne an, liebe Steffi. Um was geht es denn eigentlich in dem Buch? Ja, wir sind hier in einer bizarren zukünftigen Welt. Die Menschen haben den Tod besiegt, alle sind unsterblich und Wohlstand und unendliches Wissen ja, beherrschen auch die Welt. Man kann alles erfahren, überall sind Überwachungskameras, alles wird aufgezeichnet, alles ist richtig und wichtig, die perfekte Welt. Den Menschen geht es gut, sie können sich sogar verjüngern und sich dann entscheiden, wie alt sie sein wollen, also wie weit sie da mit dem Aussehen zurückgehen und sonstigem. Also es ist die perfekte Welt. Doch, ja, wo das Perfekte ist, gibt es natürlich auch irgendetwas, was die perfekte Welt ein bisschen anders macht. Und dazu gibt es eben eine Gilde und das sind die Sais, das sind die Hüter des Todes. Denn dadurch, dass wir ja alle unsterblich sind in dieser Welt, würde auch keiner sterben und irgendwann hätten wir ein Problem mit der Überbevölkerung. Und wir haben hier eben die Hüter des Todes, diese Gilde, gildeartige Gemeinschaft. Und ja, die sind im Grunde der Tod, die bringen den Tod, denn ja, sie können und dürfen eben töten. Es gibt auch gewisse Quoten und allerlei Merkwürdigkeiten, wie ich es fand. Also im Sinne von, auf diese Idee muss man erstmal kommen, ganz positiv. Und auch ist es möglich, dass diese Mitglieder der Sais eben Immunität gewähren und zum Beispiel entscheiden, so, dir ist jetzt genügend passiert im Leben, du kannst jetzt mal ein Jahr damit rechnen, dass dich niemand überfällt und tötet. Und wir treffen in dieser Welt auf die beiden, ich glaube, 16-, 17-jährigen Citra und Rowan, die ja einem Sais-Meister besonders positiv auffallen, eben weil sie etwas anders sind als alle anderen in diesem Alter und gegen ihren Willen, mehr oder weniger, werden sie jetzt eben zu Sais ausgebildet und es soll irgendwann darauf hinauslaufen, dass eben beide gegeneinander dann auch antreten müssen und der eine, wenn er den anderen besiegt, diesen dann eben auch auslesen, wie man das nennt, muss und ja, das führt natürlich so ein bisschen zu Spannungen. Und ja, am Ende soll eben einer von beiden übrig bleiben und ja, auf diesem Weg passieren aber natürlich allerlei Dinge, die unglaublich toll beschrieben sind. Der Schreibstil ist grandios, er ist packend, er ist düster, es ist ein sehr bildhafter Schreibstil. Es wird einem nicht alles auf Silbertablett gelegt in dieser Geschichte. Man bekommt die Welt nicht erst stundenlang erklärt, sondern man befindet sich einfach mittendrin, bekommt ein paar Randinfos und während man in dieser Geschichte ist und während man mitdenkt und diese Welt entdeckt, ja, kommt sie einem auch näher. Das fand ich großartig gemacht, weil ich finde persönlich, es gibt fast nichts Langweiligeres, als wenn ein Autor nicht weiß, wann er mit den Beschreibungen aufhören muss in seiner neuen Welt und man muss es manchmal auch so einfach ein bisschen laufen lassen. Und das hat Neil Schusterman wirklich perfekt gemacht. Es gibt sehr viele moralische Fragen, die einen doch sehr oft nachdenken lassen und dieses Buch einen auch tatsächlich öfter mal ja, vor eine Entscheidung wirft und ist immer alles Gute gut und alles Böse böse und man bekommt eben auch keine Meinung vorgesetzt und auch die beiden Charaktere, die wir verfolgen, sind eben so ein bisschen unterschiedlich, sodass man eben nicht immer richtig weiß, auf welche Seite schlägt man sich jetzt, sondern man findet immer wieder Vor- und Nachteile des Systems oder auch
ja, der Ansichten der Charaktere in der Geschichte. Und die machen tatsächlich auch immer Sinn. Und das nimmt einen wirklich mit und reißt einen mit und packt einen. Und man will gar nicht mehr aus dieser Welt herausgehen. Die Charakterentwicklung ist ebenfalls grandios geglückt. Ich fand wirklich die beiden Charaktere, sie sind gefühlvoll. Man bekommt ihre Gedanken mit. Man bekommt Begründungen mit, warum sie wie handeln. Man spürt irgendwann, dass das richtig ist, was sie da tun, dass es zu ihnen passt. Und es ist auch einfach so nachvollziehbar. Und das ist eben wie mit allen uns Menschen, wir machen eben auch nicht immer nur alles richtig, wir machen auch Fehler und auch das zeigt uns diese Geschichte und das war einfach wirklich absolut gelungen. Ich habe jetzt schon gesehen, dass das Buch bei manchen so als Jugendbuch deklariert wurde, also ich würde sagen, das macht man natürlich gerne, wenn die Protagonisten auch jugendlich sind. Für mich ist dieses Buch aber eigentlich ein klassisches Science-Fiction-Buch für junge Erwachsene, also ich würde das niemanden unter 16, 17 in die Hand drücken, dementsprechend also kein klassisches Jugendbuch, was jemand mit 13, 14 lesen kann, denn es ist tatsächlich schon sehr düster, sehr brutal und dadurch, dass es so bildhaft ist, hat man das halt auch wirklich alles vor Augen und ja, die Fantasie ist ja manchmal das schlimmste Gut, was wir haben können und so auch in dieser Geschichte. Ich bin wirklich auch heute noch, ich habe heute früh die letzten Seiten gehört. Ich konnte nicht aufhören. Ich habe mich noch eine Viertelstunde ins Bett gekuschelt mit meinen Katzen nach dem Aufstehen sozusagen, also nachdem der Wecker klingelte und musste dann noch so eine halbe Stunde einfach hören, weil ich dachte, du kannst jetzt nicht aufhören, du musst wissen, wie es endet. Gegen Ende hin gibt es so eine kleine Wendung, die ich tatsächlich schade fand, dass sie so geschehen ist, wie sie geschehen ist. Ich denke mal, alle, die es gelesen haben oder die es dann lesen werden, werden sich am Ende der Geschichte an meine Worte erinnern. Fand ich schade, aber gut, ist jetzt so. Es gibt dem Buch gar keinen Abbruch. Also ich kann verstehen, warum es in diese Richtung geht. Es macht jetzt nicht hoch irgendwie den größten Sinn, aber meinetwegen hätte es nicht in diese Richtung gehen müssen. Und ja, dennoch, ich bin mega, mega gespannt auf den nächsten Teil und denke auch, dass ich mir die wieder von Ned Stark sozusagen vorlesen lassen werde, weil das wirklich ein Highlight war. Also ich hatte wirklich das Gefühl, ich bin in Winterfell und das Feuer prasselt und mein Papa liest mir eine Geschichte vor. Es war echt der Hammer. Und dann hat man die Fantasie mit der Fantasie. Also ich war absolut glücklich. Es war ein absoluter Hörgenuss und ich kann es wirklich nur empfehlen. Wer eine Wahnsinnsidee möchte, auch wirklich es ist im Grunde eine ganz klassische Dystopie mit einer nicht ganz eigentlich gruseligen, düsteren Zukunftsvision, aber das dahin entwickelt sie sich. Und ja, die perfekte Welt, wie schnell aus einer Utopie dann natürlich auch eine Dystopie wird. Und ja, absolute Empfehlung, fand ich großartig und hat mir echt sehr viel Hörspaß bereitet. Und das dritte Buch dieser Woche, was ich parallel zum Hören gelesen habe, ist Der verwunschene Gott von Laura Labas. Ein Buch, das jetzt am 7. Oktober im Drachenmond Verlag erschienen ist und mir vorab zur Verfügung gestellt wurde. Das Taschenbuch gibt es für 15 Euro, das E-Book für 5 Euro und es hat 400 Seiten. Und ich war von Anfang an verliebt in dieses wunderschöne Cover. Bisher habe ich alles von Laura Labas gelesen. Letztes Jahr begonnen mit der Likare-Reihe, eine Hammer-Reihe und ja, ein Thron aus Rache und Gold. Ich hau das immer alles so durcheinander. Ein Käfig aus Rache und Blut und ein Thron aus Rache und irgendwas anderes, ich weiß es nicht mehr, habe ich auch gelesen. Und ich war mega, mega gespannt, was sie hier bei dem verwunschenen Gott zaubern wird. Und sie hat mal wieder gezaubert. Wir treffen auf die junge Morgan, die mit ihrer Familie, ja, ganz normal gefühlt lebt, eines Tages ihre Großmutter besuchen soll und das frisch gebackene Brot vorbeibringen möchte, sich dann so ein bisschen des Wegesrandes ja, entfernt und dort von einem Diebesanführer entführen lässt und ja, dort zu einem Wolf ja, ausgebildet wird. Und das hat jetzt nichts Tierisches zu tun, sondern ja, das Wolfsrudel ist im Grunde ja so ein Rudel, eine Gruppe von Menschen, die eben allerlei Kriminelles tun. Und sie lernt in diesem Rudel eben auch, ja, wie sie die Lebensschuld an ihren Anführer begleiten soll, beziehungsweise muss sie das tun, denn sie wird ja ausgebildet und ist auch mit einer der Besten in ihrer Gruppe. Dann erhält sie einen Auftrag, dem Prinzen des Landes die Manschettenknöpfe zu klauen. Und ja, dabei wird sie geschnappt.
Und sie spürt schon, irgendwas stimmt hier nicht. Und wird abseits weit, weit weggebracht in einen Arbeitslager. Dort soll sie lebenslang im Grunde jetzt arbeiten, was sie sich als kleiner Mensch mit nicht allzu viel Kraft doch recht schwer tut. Und eines Tages trifft sie das Los und sie wird einfach ausgesetzt. Und das bedeutet in dieser Welt nicht wirklich etwas Gutes. Denn dort trifft sie dann auf einen Trupp rund um eine, ich würde es jetzt mal besondere Person nennen, die dann eben auch etwas mit dem Titel des Buches so ein bisschen zu tun hat. Und ihr Weltbild gerät ein wenig ins Wanken. Und unseres im Übrigen auch. Denn die Geschichte ist großartig erzählt. Laura Labers hat einen bildhaften, ausführlichen, ausschmückenden Schreibstil, den ich auch in dieser Geschichte wunderbar fand. Es ist eine tolle Idee, es ist eine kreative Welt, es sind Wahnsinnsbeschreibungen, Bilder, die im Kopf auftauchen, es sind Charaktere, die sich sehr tief entwickeln lassen, die wunderbar miteinander kommunizieren, die Dialoge sind großartig und man hat wirklich das Gefühl, man geht in dieses Buch und man ist mittendrin dabei. Man fühlt sich gefangen in dieser Welt und hat von wirklich diesen Orten auch ein Bild im Kopf und man hat eine Vorstellung, wie es dort ist, wie es sich dort anfühlt, wie es dort aussieht, wie es dort riechen könnte. Und das kann Laura Labers wirklich absolut perfekt. Da bin ich wirklich hin und weg und war wirklich die ersten 200 Seiten, so knapp bis zur Hälfte, total im Flow und habe mich total begeistern lassen. Leider kam dann so 50 bis 80 Seiten nach der Mitte so ein Teil, wo unglaublich viel passiert ist. Auch schon vorher, aber da ist es mir besonders aufgefallen. Es ist unglaublich viel passiert und ich hatte den Eindruck, ich kann dem gar nicht mehr folgen. Und ich glaube nicht unbedingt, dass es an mir lag, sondern einfach, es sind geballt Dinge passiert. Das ist auch schon so bei 100 Seiten passiert. Es kam dann nochmal. Und ich habe immer so das Gefühl gehabt, ich verliere mich und ich verliere den Zugang zu der Geschichte, weil es ging zack, 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 zack und es waren dann ganz viele Menschen und es sind ganz viele Dinge passiert und morgen musste so viel verarbeiten und ich stand als Leser so da und dachte, Hilfe! Und das fand ich wirklich sehr schade. Das hat mich so ein bisschen im Lesefluss gestört. Allerdings muss ich dann sagen, das letzte Drittel hat es dann wieder rausgerissen und war Hammer. Also es war so ein bisschen ein Auf- und ein Mittelgang in den Gefühlen. Es war eine großartige Geschichte, es war ein toller Charakterentwicklung und es war wahnsinnig, was sich Laura Labers ausgedacht hat. Ich glaube einfach nur, sie wollte ein bisschen zu viel. Ich glaube, so eine Spur weniger hätte für mich die Geschichte ein bisschen runder gemacht. Und ich kann mir vorstellen, warum Laura Labers das so ein bisschen wollte, damit die Welt einfach noch mehr Tiefe bekommt. Das hat es aber gefühlt für mich gar nicht gebraucht. Dennoch ein grandioses Buch, was mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und besonders gut haben mir die Anspielungen auf Märchen gefallen, die es so zwischen den Kapiteln gegeben hat, wenn man dann so eine Anspielung auf Dornröschen hat. Und das fand ich einfach großartig, weil dann dieses ganze Buch so ein bisschen in ein modernes, frisches Märchen sich verwandelt und man so das Gefühl hat, man ist nochmal so Kind, man hat diese wunderbare Fantasie und nimmt die Dinge ja auch einfach, wie sie da sind. Und das können halt Kinder einfach unglaublich gut. Und so hat sich das in diesem Buch für mich auch einfach angefühlt. Und es ist wirklich eine ganz tolle Geschichte, eine mega Idee. Und der Schreibstil ist einfach bombastisch gut. Und ich finde, Laura Labers kann einfach das, was sie da tut, auch unglaublich gut. Und hat mir wirklich sehr viel Lesespaß bereitet. Es war ab der Mitte einfach mal so ein paar 50 Seiten, wo ich dachte, aber ja, ist manchmal einfach so. Na, also das ist, vielleicht lag es auch daran, was man nebenbei noch gelesen bzw. gehört hat. Es ist vielleicht auch einfach schwer, neben so einem Highlight wie Size die volle Aufmerksamkeit zu bekommen. Weswegen ich tatsächlich jetzt wieder so denke, vielleicht sollte man einfach nicht parallel lesen, sondern jeder Geschichte die Zeit geben, die sie braucht. Und ich werde da mal drüber nachdenken. Ja, das waren die drei Bücher der Woche, mit denen ich mega zufrieden bin. Alle drei Bücher wirklich top, haben viel Spaß gemacht und ich habe mich sehr, sehr gut unterhalten gefühlt. Dann habe ich diese Woche auf Arte, ich glaube Sonntagabend, einen Film entdeckt
Gosford Park aus dem Jahr 2001 mit einem Wahnsinns-Cast von Maggie Smith über Michael Gambon, der zum Beispiel Dumbledore gespielt hat, Ryan Philippe, Clive Owen, Helen Mirren, Wahnsinn, wer da alles mitspielt. Und wir sind hier 1900 und ein paar 30 auf einem Landsitz in England. Und da passieren so allerlei Geschichten neben den Geschichten, neben den Geschichten. Und das hat mir Spaß gemacht. Das ist so ein typischer Krimi. Also es ist auch ein klassisch inszenierter Krimi, habe ich nachgelesen. Und ich bin jetzt nicht der größte Krimi-Fan. Dennoch hat mir dieser Film wirklich gut gefallen. Er hat mich sehr unterhalten. Hat mich gefühlt wieder ein bisschen an Downton Abbey erinnert. Ich weiß, es kann keiner mehr hören, aber es ist so, ich suche eben auch danach, dass man eben so von allem etwas hat, von diesen reichen Snobs zu diesen normalen Bediensteten und zu der, na, also dass da so eine Mischung entsteht. Und besonders war dann auch, ich habe dann auch ein bisschen gegoogelt, dass alle Bediensteten tatsächlich gar kein Make-up aufgelegt wurden. Also Helen Mirren zum Beispiel ist komplett ungeschminkt. Und es ist auch in jeder Szene ein Bediensteter zu sehen. Also ich finde solche Kleinigkeiten, ich liebe das. Und solche Kleinigkeiten, die man dann wahrnimmt, finde ich großartig. Eine tolle Filmempfehlung. Wer gerne Krimis guckt, der ist hier auch absolut richtig. Dann habe ich am Dienstag S gesehen. Und das ist ja die neue Verfilmung vom Buch von Stephen King. Ein Buch, das ich vor 20 Jahren so fast genau zum ersten Mal gelesen habe und es dann auch noch ein zweites Mal gelesen habe. Ich auch die alte Verfilmung kenne, diese tatsächlich auch sehr mochte und ich mich immer sehr gegruselt habe, wenn es um S geht und um Clowns und um die Angst vor der Angst, was ja auch Harry Potter sehr gut rübergebracht hat, die Angst vor der Angst selbst. Also da könnte man jetzt wieder, ihr versteht. Ja, und ich wollte eben auch fliegen, wie es ja so schön in dem Film heißt. Und ich muss sagen, der Film war grandios. Mir hat der Film als Film unglaublich gut gefallen. Es war eine tolle Atmosphäre, es war eine wunderbare Geschichte über Kinder, über Freundschaft, über die Probleme, die man als junges Kind hat und wenn dann eben so ein Monster auftaucht, was eben essen will und vornehmlich Kinder frisst und dann hat man den Clown Pennywise mit rotem Luftballon, dann ist man schon sehr gruselig unterwegs. Dazu ein genialer Soundtrack, den ich einfach erwähnen möchte und wirklich eine wunderbare Geschichte. Und ich weiß, jetzt würde man sagen, alles vor einem Aber zählt nicht. In diesem Fall würde ich jetzt einfach gar kein Aber ansetzen, sondern einfach sagen, es war für mich aber nicht Stephen Kings S. Es war ein grandioser Film, aber jetzt doch, es ist, hat für mich nicht allzu viel, außer den Grundplot, mit S zu tun. Die Atmosphäre war für mich eine ganz andere. Man hat seinen Fokus auf etwas ganz anderes gelegt als Stephen King. Man hat den Fokus auf die Kinder, auf die Freundschaft, auf die Angst gelegt. Man hat es nicht unterschwellig getan, eher teilweise sogar slapstickartig, was man gut finden kann, aber nicht muss. Und das war mir tatsächlich, wo ich dachte, bei Stephen King passiert so viel im Kopf des Lesers, der Charaktere und es ist manchmal unterschwelliger Horror. Und hier ist einem Pennywise präsentiert worden, der übrigens ganz genial von dem einen Sohn Skarsgård, dieser, sind das Dänen, Schweden? Ja, dieser Familie, also ich finde den Wahnsinn, was der mit Gesicht, Mimik macht, ist echt der Hammer, also großes Kino und ja, aber es ist mir zu präsent gewesen, es war mir gefühlt auch zu gewollt, aber es war Hammer. Also ich weiß, es widerspricht sich jetzt vielleicht, aber oder auch nicht. Denn was dem Film für mich gelungen ist, ist, dass ich ihn unabhängig von meinem Esswissen aus Buch und anderem Film sehen konnte. Und losgelöst davon funktioniert er wirklich Hammer. Hätte ich vielleicht vorher das Buch gelesen oder mir die alte Verfilmung angeguckt, weiß ich tatsächlich nicht, ob die Beurteilung jetzt so das Gefühl, was ich habe, so toll gewesen wäre. Und es gab auch wirklich einige Szenen, die mich sehr schwer atmen haben lassen. Ich hatte manches Mal einen Kloß im Hals und ich habe mich auch zwei, dreimal beim Schauen schon sehr, sehr erschrocken, wo ich gar nicht mit gerechnet habe. Aber es war ein toller Film. Also er war gut. Also man kann echt nicht meckern, weil es hat das gemacht, was es sollte. Und das hat er wirklich gut gemacht. Und ja. Ja,
Also, jeder, der es gucken möchte, sollte das tun. Und ich finde, man kann den Film eben auch gucken, ohne wirkliches Bücherwissen oder so zu haben. Weil mein Bücherwissen ist tatsächlich so ein Halbwissen. Und einfach nur, ich weiß, was für ein Gefühl es beim Lesen bei mir hinterlassen hat. Und es ist hier definitiv ein anderes, aber genauso gut. Und ja, man sollte ja eh nicht immer Buch- und Filmvergleiche und so machen. Von daher ja, kann man sich den Film absolut angucken und wirklich auch genießen beim Schauen. Und dann gab es diese Woche, ihr habt es sicherlich gemerkt, es war eigentlich ein Kingsiana-Hangout geplant, das wir leider verschieben mussten und auch verschieben werden sozusagen. Wir werden, ja, ich denke mal dann Ende Oktober einen neuen Termin finden. Es tut uns Kingsianern wirklich unglaublich leid, aber es, ja, Gesundheit geht einfach in diesem Moment vor und dementsprechend muss das einfach verschoben werden. Wir werden uns aber, ja, ich denke dann in 2-3 Wochen irgendwie Ende Oktober auf jeden Fall treffen und es dann natürlich auch auf allen Social Media Kanälen bekannt geben und dass ihr dann auch wieder planen könnt und einen wunderbaren Abend mit uns haben könnt und auch wir den Abend dann gemeinsam haben können und ja, das dann im Grunde auch genießen werden. Und ja, mein Zettel ist, glaube ich, soweit ich das sehen kann, abgearbeitet. Ich habe alles erzählt, was ich so ein bisschen wollte. Ich wurde jetzt ein paar Mal gefragt, ob ich auf der Frankfurter Buchmesse sein werde. Und da wir ja jetzt eine Woche vor dieser stehen, kann ich jetzt einfach mal sagen, nein, werde ich nicht. Denn für mich geht es ja im Oktober in den Urlaub, in die Sonne. Und ja, das beides lässt sich einfach nicht miteinander irgendwie vereinbaren. Und von daher werde ich nicht auf der Frankfurter Buchmesse sein, sondern ja, dann eben irgendwann die heiße Sonne genießen. Und ja, Leipzig ist aber eingeplant. Ich weiß noch nicht, an welchen Tagen ich da sein werde. Es könnte sein, dass ich tatsächlich Freitag und Sonntag fahre. Ich weiß noch nicht, wie es mit Übernachtung klappen wird. Das steht noch in den Sternen, hat auch noch ein bisschen Zeit. Aber ich wünsche natürlich allen, die auf der Buchmesse sind, ganz, ganz viel Spaß und ja, viele tolle Treffen und Menschen, die man gern hat zu sehen und natürlich auch Autoren zu treffen und ja, einfach Bücher zu sehen und die dann eben auch ja, wirken zu lassen. Und ja, da wünsche ich einfach allen viel Spaß. Und es ist ja tatsächlich schon nächste Woche. Es ist Wahnsinn, wie schnell es jetzt Oktober war und die Zeit ist und ja, dementsprechend, ja, das noch so zum Ende. Ich hoffe nun, dass euch das Video Spaß gemacht hat. Vielleicht kennt ihr ja schon das ein oder andere Buch, dann lasst mir gerne einen Kommentar da, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Wünsche euch nun noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.